Es gibt sie in jeder Gesellschaft. Individualisten, die nicht immer ganz der Norm entsprechen, die ihr eigenes Ding machen und ihren Standpunkt stolz vertreten. Dazu gehören auch die F-Modelle von Lexus im Toyota-Kosmos. Wir machen jetzt mal den Versuch, Sport Plus, und gucken mal in den Kurven, was da jetzt passiert. Attacke. Ja, der hätte jetzt einen anderen Gang nehmen müssen, ne? Ich bin immer noch auf D. Jetzt hat er zurückgeschaltet, jetzt hat er es gemerkt. Ging auch gerade kurz in den Begrenzer rein, bevor er hochgeschaltet hat. Jetzt hat er... Boah, aber es ist ja keine Harmonie bei mit der Schalterei. So, er müsste jetzt zurückschalten. Hat er getan, jetzt hat er zurückgeschaltet. Die Traktionskontrolle, die regelt so ruppig. Ja, oder? Du trittst voll drauf? Da wäre ich nicht zufrieden mit als Entwickler. Ich würde da jetzt mal dran arbeiten. Das muss doch sauberer sein. Ratlosigkeit macht sich breit. Das Versprechen Track Edition scheint der Japaner nicht halten zu können. Vor allem das Getriebe wirft Fragen auf. So, falscher Gang drin. Damit fängt es an. Jetzt erst, im zweiten Moment will er zurückschalten. Aber Leute, wenn das jetzt Sport Plus ist, dann muss der vor der Kurve systematisch runterschalten, in dem Fall ein bisschen den zweiten Gang. Hat er nicht getan. Dann trittst du da im dritten drauf, hast null Qualm und dann entscheidet er sich plötzlich zu sagen, ja, jetzt schalte ich für dich zurück. Aber wenn du in der Liga der Sportwagen spielen willst, dann muss er das können. Fast Lap. Sein Gegner ist die Zeit. Mit 156,78 km/h setzt sich die Track Edition bereits am ersten Bremspunkt an die Spitze der bisherigen Lexus-Modelle. In der zweiten Kurve glänzt keiner der Kontrahenten. Der RCF liegt mit 86,18 km/h auf dem Niveau eines Ford Fiesta ST200. In den engen Kurven im zweiten Sektor zollt der RCF seinem Gewicht Tribut. Vor allem die Riege der schwächeren Kompaktsportler zieht hier an ihm vorbei. Mit deutlich unter 70 km/h fällt die leichtere Track Edition in Kurve 7 sogar hinter den LC500 und den GSF zurück. Auf der langen Gegengerade rückt der jüngste Spross aus der F-Familie die Verhältnisse wieder gerade. 224,69 km/h stehen am Bremspunkt auf dem Tacho. Die letzten Meter bis ins Ziel. Trägt der Lexus RCF den Zusatz Track Edition zurecht im Namen? Ich hätte ihn nicht unbedingt Track Edition genannt, ja. Ich hätte ihn vielleicht Sport Edition genannt oder, weißt du, irgendwie, ja, Hingucker Edition, weil er einen Spoiler hat und ein bisschen böse aussieht. Aber trotzdem haben diese Änderungen hier jetzt uns keinen Performance-Vorteil gebracht. Der 5-Liter V8 Saugmotor macht den Lexus RCF einzigartig. Er bleibt auch in der Track Edition ein Individualist. Und genau das macht ihn so sympathisch.